Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es sind bange Tage in dem Land, das sich nach Jahrzehnten aufzubegehren traut. Denn nicht immer sind friedlich begonnene Revolutionen auch friedlich ausgegangen. Doch die Menschen in Belarus geben nicht auf. Dass die Polizei im Moment stillhält, geschieht zwar auf Befehl des Innenministeriums in Minsk, aber trotzdem geben solche Bilder Hoffnung. Eine Demonstrantin umarmt einen schwer bewaffneten Polizisten und steckt ihm Rosen in den Farben der Opposition an. Auf sie wird es ankommen, auf die Polizei, auf das Militär, den gesamten Machtzirkel um Alexander Lukaschenko und auf die Frage, ob sie einem wankenden Autokraten noch lange die Treue halten werden. In einem Staatsbetrieb hat der Präsident heute schon mal spüren müssen, wie es ist, wenn es einsamer wird. Ina Ruck. Alexander Lukaschenko auf dem Weg zu denen, die einmal seine treueste Machtbasis waren. Doch die Begrüßung ist wenig freundlich. Nicht mal mehr auf die Arbeiter und Arbeiterinnen der staatlichen Fabriken kann er sich verlassen. Die sind im Generalstreik. Unvorstellbar noch vor einer Woche. Was wollt ihr in der Politik? Dort herrschen Regeln, die ihr nicht versteht. Nicht, dass es nachher allen wehtut, euch, mir, dem ganzen Volk, wenn wir euretwegen den Staat verlieren. Sie hören ihm zu, aber seine Worte beeindrucken sie nicht mehr. Und auch das, was sie jetzt über ihn sagen, wäre noch vor kurzem undenkbar gewesen. Wie sollen wir ihm noch beibringen, dass er gehen soll? Ich weiß nicht, wohin und mit wie vielen Leuten wir noch gehen sollen, damit er endlich kapiert, dass er weg muss. Wir wollen einen anderen Präsidenten. Am Ende seiner Rede sagt Lukaschenko, ich habe alles gesagt, jetzt könnt ihr wieder hau ab schreien. Und das tun sie tatsächlich laut. Plötzlich ruft jemand aus der Menge. Er schießt dich, du bist ein Offizier. Lukaschenkos Nerven liegen blank. Ich werde hier niemanden zusammenschlagen lassen, sagt er, aber wenn hier auch nur einer provoziert, dann werden wir knallhart reagieren. Und nimm das Handy runter. Als Lukaschenko weg ist, kommt sie. Maria Kolesnikova, eine der drei Anführerinnen des Oppositionsbündnisses. Belarussen, ihr seid unglaublich. Danke, sagt sie. Danke, dass ihr keine Angst habt. Ihre Mitstreiterin, die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja, meldete sich heute aus dem Exil. Ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen und übergangsweise die Rolle der Anführerin der Nation, damit das Land sich beruhigt und damit Neuwahlen angesetzt werden können. Heute streiken sie auch beim staatlichen Fernsehen. Seit Jahren ist dort Kritik an Lukaschenko tabu. Wer dort arbeitete, hatte sich damit abgefunden, doch jetzt gärt es selbst hier. Leute werden verprügelt, Leute verschwinden in den Knästen. Das kann man nicht einfach ausblenden. Wenn man es früher noch irgendwie aushalten konnte, hier zu arbeiten, jetzt geht es nicht mehr. Lukaschenko sagte heute, er könne sich eine Verfassungsänderung vorstellen, die per Referendum entschieden werden solle. Doch hier glaubt ihm niemand mehr, dass er wirklich Reformen will. Und das wollen wir genauer wissen von Jo Angerer, der für uns seit Tagen die Proteste in Minsk beobachtet. Jo, was steckt hinter dem Vorschlag Lukaschenkos, ein Referendum abzuhalten? Ja, hinter dem Vorschlag der Verfassungsänderung steht einfach ein Stück weit auch ein Zeitspiel von Lukaschenko dahinter. Der Vorschlag ist ja, man denkt erstmal über eine Verfassungsänderung nach, dann wird die Verfassungsänderung formuliert, dann wird ein Referendum darüber gemacht und ganz am Ende dieses Prozesses könnten vielleicht dann Neuwahlen stehen. Da vergeht natürlich viel Zeit und die Spekulation von Lukaschenko ist mit Sicherheit, dass die Proteste, die Demonstrationen ermüden werden. Damit ist allerdings nicht zu rechnen. Die Demonstranten wollen ganz klar, die Opposition will ganz klar den Rücktritt von Lukaschenko und Neuwahlen. Und ein Faktor ist ja auch noch offen, nämlich wie werden sich die Sicherheitskräfte, die Polizei und wie wird sich das Militär verhalten? Loyal zu Lukaschenko oder eben auch nicht? Und genau dieser Machtzirkel um ihn herum schaut jetzt ganz genau gen Moskau und wie Putin reagiert. Welche Strategie könnte Putin fahren?
Naja, Putin hat natürlich und Russland hat dadurch sehr großes Interesse an Belarus. Das ist ja so ein Pufferstaat zwischen EU, NATO auf der einen Seite, also Polen und den baltischen Staaten natürlich auch und Russland dann. Das ist der eine Punkt natürlich. Man möchte da natürlich ein russlandfreundliches Regime, sage ich mal, oder eine russlandfreundliche Regierung erhalten. Auf der anderen Seite hat Putin das ein oder andere Mal auch schon Schwierigkeiten mit diesem unbeherrschbaren teilweise Lukaschenko gehabt. Und er wird aber natürlich versuchen, er wird nicht Lukaschenko auf ewig halten, wird auch kein Militär einmarschieren lassen hier in Belarus. Er wird aber schon versuchen, dann bei Neuwahlen einen russlandfreundlichen Kandidaten zu installieren, wenn das geht. Die Frage ist auch, was wollen die Menschen, die so zahlreich auf die Straße gehen? Wollen sie sich aus dem Einflussbereich Russlands lösen oder sich mehr gen Westen orientieren? Naja, die Leute, die jetzt hier auf der Straße sind, sind sehr viele junge Leute. Die sind modern, die sind natürlich auch international orientiert, die sind netzaffin. Was sie wollen, ist einfach Chance im Leben. Die wollen einfach aus ihrem Leben was machen. Sie wollen Entwicklungschancen haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie nach Europa wollen oder in die EU wollen. Ganz im Gegenteil. Belarus ist eigentlich traditionell ein sehr russlandfreundliches Land. Und das sind auch die jungen Leute überwiegend, die hier sind, die wir hier auf der Straße getroffen haben. Danke, Jo Angerer, für die Information aus Minsk. Und das führt uns in der Tat zu der Frage, ob die Menschen überhaupt Hilfe aus der EU annehmen wollen. Gehen wir zu unserem Korrespondenten Michael Grütz in Brüssel. Michael, nun wollen sich am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der EU beraten, wie sie auf diese Staatskrise reagieren. Werden sie die Sanktionen beschließen, die die Außenminister bereits angestoßen haben? Nun, das muss man im Moment noch ein bisschen abwarten. Zunächst will die EU aber auf jeden Fall zeigen, dass sie nicht einfach zusehen will bei dem, was da in Belarus passiert. Denn es ist ja gerade auch schon gesagt worden, das Land liegt direkt an den Grenzen von drei Mitgliedsländern. Und nicht warten, bis andere reagieren, will man auch und dann das Heft in die Hand nehmen und eben zum Beispiel Russland. Das, was wir hier bislang hören, ist, die Verhältnisse in Belarus seien absolut nicht akzeptabel. Die Chefs wollen die Beschlüsse der Außenminister bestätigen und dazu könnte dann in der Tat auch gehören, dass man die Sanktionen beschließt, die dort auf den Weg gebracht worden sind, etwa gegen bestimmte Personen aus der Regierung. Und dass man natürlich auch Russland auffordert, sich nicht einzumischen, denn das will man auf gar keinen Fall hier in Brüssel. Und dann dürfte die Unterstützung für die demonstrierenden Menschen eine Rolle spielen am Mittwoch, während staatliche Institutionen ihre Unterstützung verlieren dürften. Nur die EU muss selbst dabei aufpassen, nicht den Eindruck zu erwecken, sich selbst einzumischen. Das wäre dann wiederum schwierig. Insofern könnte ein Sonderbeobachter oder auch eine anerkannte neutrale Organisation in Zukunft eine Rolle spielen, etwa die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. Morgen tagen die EU-Botschafter zu diesen Themen. Dann werden wir sicher mehr wissen, was das Treffen am Mittwoch bringen kann. Mhm. Danke Ihnen schon mal für den Moment. Nach Brüssel Michael Grütz und die Entfremdung von Präsident und Volk in Belarus. Kommentiert Birgit Firnig vom Westdeutschen Rundfunk. Die Tage des letzten Diktators Europas scheinen gezählt. Dieses Mal ist er zu weit gegangen. Das Wahlergebnis wirkt zu offensichtlich manipuliert. Die pure Provokation, vor allem für junge, netzaffine Belarussen, die schon lange Freiräume und eine moderne Gesellschaft fordern. Es zeigt, wie sehr sich der alternde Präsident von der Realität entkoppelt hat. Denn Anzeichen für wachsenden Unmut gab es schon lange. Lukaschenko hat scheinbar nicht mitbekommen, dass sich viele Belarussen aufgrund der schwächelnden Wirtschaft offenbar von ihm abgewandt haben. Doch ausschlaggebend für die landesweiten Proteste war die massive Polizeibrutalität. 6.000 Inhaftierte in 3 Tagen. Das hat die Menschen in Belarus nicht eingeschüchtert, sondern aufgebracht. Die Folterfotos und Videos haben klargemacht, wie weit das Regime geht, sodass nun auch die auf die Straße gehen, die das sonst nicht gewagt hätten. Angestellte im Staatsfernsehen kündigen, da sie nicht mehr die Fälscher des Regimes sein wollen. Mitarbeiter von Staatsbetrieben und Polizisten solidarisieren sich mit der Protestbewegung. Wird Russland eingreifen? Belarus ist wirtschaftlich von Russland abhängig. Diese starke Bindung wurde bisher von der belarussischen Gesellschaft nicht in Frage gestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass Präsident Putin das aufs Spiel setzen wird. Was kann Europa tun? Am Mittwoch beim Sondergipfel der EU ein klares Signal an Russland senden, sich nicht einzumischen. Außerdem gilt es, die Zivilgesellschaft zu stärken
um klarzumachen, dass es uns wichtig ist, dass die Menschen in unserem Nachbarland in Freiheit leben können. Die Meinung von Birgit Pfirnig. Es ist ein lange unsichtbares Verbrechen, das jahrelang hinter verschlossenen Türen und dann in den Tiefen des weltweiten Netzes begangen wird und auf das die deutschen Ermittler womöglich nicht gestoßen wären, wenn nicht der kanadische Geheimdienst eine Spur gefunden hätte. Und diese Spur führte auch zu jenem Mann, der heute im Prozess von Bergisch Gladbach um sexualisierte Gewalt gegen Kinder vor Gericht saß. Das, was er und andere Täter getan haben, lässt die Ermittler meist fassungslos zurück. Und es gibt eine schockierende Antwort auf die Frage, warum Menschen in der Lage sind, so etwas Kleinstkindern anzutun, sogar dem eigenen Kind. Diese Männer glauben, nichts Unrechtes getan zu haben. Matthias Ebert. Ich meine, die Wohnung von dem Beschuldigten zu erkennen an der Tapete. Ja. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem anderen Bild, könnte das passen. Es könnte das Puzzleteil sein, das zum nächsten Täter führt. Die Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe Berg schauen auf jedes Detail in Videos, Fotos und Chats. Wenn wir Hinweise darauf haben, dass jemand für einen Missbrauch verantwortlich ist bei dem jeweiligen Video, dann gucken wir in jeder Hundertstel Videosequenz nach irgendwelchen Hinweisen, nach Geräuschen, sei es, dass man draußen einen Zug vorbeifahren hört oder ein Flugzeug hört, dass es eine Einflugschneise ist. Wir gucken wirklich nach den kleinsten Hinweisen und haben einen sehr hohen Antrieb danach, die Täter zu kriegen. Gigantische Datenmengen müssen die Ermittlerinnen und Ermittler auswerten. 30.000 Spuren von tausenden Tätern verfolgen sie inzwischen. In Chats tauschen diese sich aus, geben sich gegenseitig Tipps oder bieten sogar die eigenen Kinder an. In den Gruppen herrscht eine Stimmung der Selbstverständlichkeit. Dass das, was sie machen, ihr Verhalten in Ordnung wäre, dass das normal wäre, dass man auch mit den eigenen Kindern ein sexuelles Verhältnis hat. Sie haben das absolut nicht als verwerflich angesehen und das als ein ganz normales Verhältnis zwischen Vater und Tochter angesehen. Seit heute steht in Köln der Mann vor Gericht, über dessen Taten die Polizei auf unzählige weitere Fälle stieß. Der 43-jährige Familienvater aus Bergisch Gladbach soll sich 61 Mal an seiner eigenen Tochter vergangen haben. Bei der ersten Tat soll sie nur wenige Monate alt gewesen sein. Er soll sexuellen Missbrauch an seiner Tochter begangen haben, die Taten gefilmt oder fotografiert haben und anschließend die Bilder bzw. Filme im Internet in den einschlägigen Foren hochgeladen haben. Bei Durchsuchungen des Hauses des Angeklagten fanden die Ermittler riesige Mengen kinderpornografischen Materials, aber auch digitale Kontakte zu anderen Männern. Der Leiter der Ermittlungsgruppe, Michael Esser, spricht von einer neuen Dimension der Gewalt. Es gibt schon Hinweise darauf, dass die Täter sich gegenseitig Tipps geben, wie man Kinder gefügig macht, wie man sie auch unter Betäubungsmittel setzt, damit sie die Schmerzen nicht erleiden müssen, die beim Missbrauch dann auch tatsächlich entstehen. Und da sprechen wir von schwersten Vergewaltigungen bis hin zu Schädigungen mit Gegenständen. Das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Und deshalb ist die Arbeit für die Ermittler belastend. So belastend, dass einige Kolleginnen und Kollegen bereits aufgeben mussten. Aber der Erfolg treibt die Mitarbeiter immer wieder an. Inzwischen konnten sie 80 Beschuldigte identifizieren. Die Staatsanwaltschaft hat 10 Anklagen erhoben und es wird noch mehr geben. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, diese Ermittlungsgruppe, die wird niemals ein Ende finden, weil wir immer neue Türen öffnen und immer neue Täter finden. Und das nimmt echt kein Ende. Dem mutmaßlichen Täter aus Bergisch Gladbach droht nun eine Haftstrafe von 15 Jahren und Sicherungsverwahrung. Für die Ermittler ist das aber nicht entscheidend. Sie verfolgen bereits die nächste Spur, um möglichst schnell weitere Kinder aus ihrer Lage zu befreien. Die Rückreise aus dem diesjährigen Urlaub endet für viele mit einem Test. Vor allem an den Flughäfen, auf denen Maschinen aus Risikogebieten landen, bilden sich lange Schlangen. Und nachdem es für große Teile Spaniens eine Reisewarnung gab, werden die Reihen nun noch länger. Touristen und Behörden wollen wissen, wer hat sich vielleicht doch mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Antwort darauf wollten auch diejenigen, die sich an bayerischen mobilen Stationen haben testen lassen. Es gab auch eine Antwort. Bei gut 900 fiel der Befund positiv aus. Doch es stellte sich heraus, mit der gerade vom Landesvater propagierten weiß-blauen Gründlichkeit ist es nicht weit her. Bis heute wissen 46 Getestete nicht, dass sie sich angesteckt haben, weil man ihre Namen nicht kennt. Christoph Arnowski über bayerische Pannen.
Positiv oder negativ, Bernadette Kellermann weiß das noch immer nicht. Nach ihrem Heimflug aus Schottland hat sie sich freiwillig am Münchner Flughafen testen lassen. Auf ein Ergebnis wartet sie schon seit 13 Tagen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, dass ich irgendwo hingehe. Also ich persönlich bin zwar, ich sage jetzt mal, eineinhalb Wochen nicht aus dem Haus gegangen, aber meine Eltern, die ja auch in dem Haus wohnen, die sind ganz normal überall hingegangen, weil das ist schwierig, dass man das alles total einstellt. Kann man eigentlich nicht machen, ohne dass man da nicht ein wirkliches, tatsächliches Ergebnis hat. Ganz ähnliche Erfahrungen hat auch Lea Beckmann aus Niedersachsen. Vor genau zwei Wochen kam die Studentin, die zurzeit in einer Eisdiele in Buxtehude jobbt, mit dem Zug von einem Auslandssemester im norditalienischen Bologna zurück. Am Münchner Hauptbahnhof ließ sie sich vorsichtshalber testen. Alles, so erzählt Beckmann, sei ihrem Eindruck nach gut organisiert gewesen. Sie habe ihre Adresse hinterlassen und in ein bis zwei Tagen sollte sie ihr Ergebnis haben. Doch tatsächlich bekommen hat sie es erst am vergangenen Samstag, also 12 Tage nach dem Abstrich. Eis verkauft die Studentin schon seit einigen Tagen, weil sie zwischenzeitlich falsch informiert worden war. In einer Mail schrieb man ihr, nur positiv Getestete würden benachrichtigt, was ja nicht stimmt, wie sich inzwischen herausstellte. Bis zu dieser Mail hatte sie ein ungutes Gefühl. Jetzt schwank dazwischen, mich selber irgendwie verrückt zu machen, so was wenn doch, und gleichzeitig so, ach komm, ja, also machst du dich selber irgendwie auch verrückter, als es jetzt sein muss. Mit der Umstellung auf die digitalisierte Datenerfassung will die bayerische Regierung gewährleisten, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Und natürlich künftig auch ausschließen, was sie heute einräumen muss. 46 positiv getestete Reiserückkehrer können wohl nicht mehr ermittelt werden. Für die Opposition im Landtag ein Skandal. Der Hauptverantwortliche aus ihrer Sicht, Ministerpräsident Söder. Wenn ich mich als Musterknabe bzw. als vorbildlich herausstelle, dann muss ich mich auch in dieser Rolle insoweit gefallen und einbinden lassen. Und diese Rolle ist offensichtlich eine Nummer zu groß für den Ministerpräsidenten. Das Gesundheitsministerium hatte 3 Monate lang einen Staatssekretär aus dem Innenministerium zugestellt, der die Krisenmanagementarbeit unterstützt hat. Der wurde vor einem Monat abgezogen. Das ist auch ein Fehler, der Markus Söder zuzurechnen ist. Nur immer der Lauteste und der Schnellste und der Forderste sein zu wollen und dann nicht die Ergebnisse zu liefern, hat einen schalen Beigeschmack und ist vor allem bei der Bekämpfung der Pandemie brandgefährlich. Zu all der Kritik heute kein Kommentar vor einer Kamera. Weder von Söder noch von seiner Gesundheitsministerin Hummel. Doch schon übermorgen könnte sich das ändern. Dann findet im Landtag eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses statt. Geht es nach den Grünen, soll auch der Ministerpräsident Rede und Antwort stehen. So ärgerlich das Testdesaster, so besorgniserregend die wieder steigenden Infektionszahlen auch bei uns. Aber noch viel dramatischer ist es in Mittelamerika. In Mexiko blickt man auf traurige Rekorde. Über 500.000 Menschen haben sich mit dem Virus angesteckt. 55.000 von ihnen sind gestorben. Bei den Toten liegt das Land weltweit in der Statistik nach den USA und Brasilien auf Platz 3. Strenge Corona-Regeln hat es dort nie gegeben. Der Präsident behauptet immer wieder, das Coronavirus sei gebändigt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Heute Nacht landen in Mexiko-Stadt Wissenschaftler der Berliner Charité, die auch die Bundeskanzlerin während der Pandemie beraten haben. Eine einheitliche Strategie der Politik in Mexiko scheint dringlicher denn je, wie Xenia Böttcher berichtet. Die Central de Abastos ist wie eine eigene Stadt in der Megametropole Mexico City. Der Umschlagplatz für Lebensmittel im ganzen Land. 90.000 Menschen arbeiten hier, 500.000 Besucher täglich. Prevela. Ein Mikrokosmos Mexikos, in dem sich alle Probleme des Landes widerspiegeln, die der Pandemie freien Lauf ließen. Ramiro Narciso handelt mit Gemüse. Als die Pandemie Mexiko im März erreicht, schützt er sich nicht. Wie fast alle hier. Das Misstrauen ist groß, bis er an Covid erkrankt. Wir dachten, es sei eine Lüge, eine Erfindung der Regierung, um Panik zu schüren. Aber es war doch die Wahrheit. Die Erkenntnis kommt für alle hier zu spät. Das Virus verbreitet sich im April und Mai ungebremst. Und plötzlich fehlt ein Kollege nach dem anderen. In dem Laden ist ein Kollege gestorben. Nebenan ist ein Kollege gestorben. Da drüben ist eine Sekretärin gestorben. Es ist traurig. Es waren Freunde seit vielen Jahren und die sind nicht mehr da. Zum Unglauben am Anfang kommt der wirtschaftliche Druck.
Omar Martinez hat gerade erst Covid überstanden und schafft schon wieder schwer. Am Chef hängen viele Arbeiter ohne jegliche Sozialversicherung, die ihre Familien ernähren müssen. In Mexiko ist das so. Keine Arbeit, kein Essen. Den eigentlichen Schock hat Omar längst nicht verarbeitet. Sein Vater, Onkel und seine Tante sind binnen eines Monats an Covid gestorben. Es ist ein emotionaler Schock, aber du hast keine Zeit zu trauern. Covid macht uns weniger Angst als die wirtschaftliche Situation unserer Familien. Den Markt schließen, in jeder Hinsicht unmöglich. Die Lebensmittelversorgung der 22 Millionen Metropole wäre zusammengebrochen. Jeder Tote sei eine Tragödie, sagt der Marktleiter. Aber viele Menschen leiden hier, wie in ganz Mexiko, unter Vorerkrankungen. Wir haben hier viele chronische Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, extremes Übergewicht. Dieser gesundheitlich schlechten Lage konnte unser Land nicht entkommen. Unübersehbar ist die Warnung vor der Ansteckungsgefahr. Hygienebrigaden informieren an jeder Ecke, bieten Hilfe an. Und kostenlose Covid-Tests gibt es auch. Die Infektionen auf dem Markt sind zuletzt zurückgegangen. Wer jetzt keinen Mundschutz trägt, setze den Erfolg aufs Spiel. Für einige Kunden schier unbegreiflich. Es ist der Schutz für uns alle. Ich verstehe gar nicht, wie man so dagegen sein kann. Dabei wäre ein Rückschlag hier kaum zu verkraften. Neue Normalität heißt, hart arbeiten, ohne sich anzustecken. Ein Kraftakt. Zurück nach Deutschland und zur FDP. Die will sich knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl personell neu aufstellen. Und deshalb kündigte die bisherige Generalsekretärin der Liberalen, Linda Teuteberg, jetzt ihren Rückzug an. Damit zu den Nachrichten mit Judith Rakers. FDP-Parteichef Lindner kündigte heute an, der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Wissing soll Teutebergs Nachfolger werden. Er wolle ihn bereits auf dem Parteitag im September als neuen Generalsekretär vorschlagen. Da präsentierten sich Linda Teuteberg und Christian Lindner noch als perfektes Team. Mit 93% wird sie im April 2019 ins Amt der Generalsekretärin gewählt. Gut 15 Monate später ist das Verhältnis zerrüttet. Seit Wochen kursieren Gerüchte über ihre Ablösung. Einen Rückzug lehnt sie zunächst ab, heute gibt sie den Druck nach. Um das Amt der Generalsekretärin erfolgreich für die Partei ausüben zu können, ist neben der demokratischen Legitimation durch den Bundesparteitag auch der Rückhalt und das Vertrauen des Vorsitzenden erforderlich. In ihrer Abwesenheit stellt Lindner sein neues Führungsteam vor. Bei Teuteberg bedankt er sich erst im Nachsatz, findet auch sonst wenig freundliche Worte. Ich sag's ganz offen. In der Führung der Partei brauche ich in dieser Lage mehr Hilfe und Unterstützung. Und deshalb bin ich dankbar, dass Volker Wissing in die Bundespolitik zurückkehrt. In Zeiten der Wirtschaftskrise müsse die FDP auf mehr Wirtschaftskompetenz setzen. Die bringe Volker Wissing als derzeitiger Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz mit. Dass er dort mit SPD und Grünen regiert, sei aber kein Signal für künftige Koalitionen. Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz gegen einen 15-Jährigen in Düsseldorf am Samstag hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul Aufklärung zugesagt. Der Vorfall werde sehr ernst genommen. Reul warnte aber vor Vorverurteilungen. Am Wochenende war über die sozialen Netzwerke ein Video verbreitet worden, das einen Polizisten zeigt, der sein Knie auf Hals oder Kopf des am Boden liegenden Jugendlichen drückt. Der 15-Jährige soll die Beamten zuvor angegriffen haben. Deutsche Tourismusunternehmen kritisieren die Reisewarnung für Mallorca. Auch Branchenführer TUI bedauert, dass die Warnung für die komplette Insel gilt, statt für einzelne betroffene Orte. Das Unternehmen hat Pauschalreisen aufs spanische Festland und die Balearen bis einschließlich 24. August gestrichen. Mehr dazu von Markus Gürne. Für den Reisekonzern TUI ein weiterer harter Schlag, der bereits zwischen April und Juni nahezu kein Geschäft mehr machte. Das Umsatzminus betrug 98,5%. Angesichts dieser Zahlen hat der Bund seine Staatshilfen vor wenigen Tagen von 1,8 Milliarden Euro auf knapp 3 Milliarden Euro erhöht. Die TUI-Aktie verliert dennoch 5,4%, denn die Reisewarnung für fast ganz Spanien belastet auch das Sommergeschäft schwer. Die Lufthansa will trotz Reisewarnung weiterhin Ziele in Spanien ansteuern, inklusive Mallorca. Das gilt auch für die Tochter Eurowings. Die Flüge sollen also weiter abheben, in der Hoffnung, die Kunden fliegen mit. Doch auch die Lufthansa-Aktie gibt nach. Der Urlaub 2020 bleibt eine Achterbahnfahrt.
Wenn wie in diesen Wochen in den Feuilletons gerade mal wieder diskutiert wird, was Kunst darf, dann hätte er eine klare Antwort gegeben: alles. Regisseur Christoph Schlingensief konnte mit den Mitteln des Theaters ein ganzes Land in Unruhe versetzen, als er beispielsweise in einem Kunstprojekt in Österreich darüber abstimmen ließ, welche Asylbewerber aus dem Land zu werfen seien. Er wollte jene Wunden offen halten, die ohnehin schon da waren, und Erkenntnis ohne Schmerz und übrigens auch nicht ohne Komödie war für ihn eben nicht möglich. Nun gibt es zum 10. Todestag am kommenden Freitag die Dokumentation »In das Schweigen hineinschreien« über einen, der nie aufhörte zu nerven und dessen Stimme bis heute fehlt. Klaus Lesche. Unverkenntes Biest, du! Setz dich gefälligst hin, wir machen weiter. Eins, zwei, drei. Vielleicht war das der Urknall, der den Schlingensief-Kosmos geschaffen hat. Der 10-jährige Christoph parodiert Lehrergehabe schon damals mit viel Tamtam und natürlich läuft eine Kamera mit. Film ist seine erste Liebe, nicht immer wird sie erwidert. In Menü Total quält er den jungen Helge Schneider und nicht nur den. Menü Total lief bei der Berlinale im Forum des jungen Films. Und da ist Wim Wenders nach 10 Minuten rausgegangen und 400 andere Menschen mit ihm. Und dann waren noch 400 drin und nach dem Film gab es eine Schlägerei im Publikum. Menü Total, eines von vielen Schlingensief-Werken, durch das die Nazis als unbewältigte Erbmasse geistern. Damit hat er seine Etiketten weg. Provokateur, Krawallmacher, Lautsprecher. Er selbst sah sich anders. Das ist ja auch die Verwechslung bei mir, dass die Leute so oft meinen, ich will provozieren. Und als Sohn eines Apothekers, was ich schon oft gesagt habe, mein Vater hat die Leute mit Mini-Portionen Gift geheilt. Anders als sein Vater neigt Schlingensief zur Überdosis. Sein Spektakel tötet Helmut Kohl, wirkt nach dem Mord an Walter Lübcke heute nur noch befremdlich. Aber so war Schlingensief nun mal. Lieber eine Grenze zu viel überschreiten, als im Rahmen bleiben. Mit manischer Energie erobert er sich nach dem Film auch Theater, Oper, Aktionskunst. Protest gegen ihn bügelt er gern mal ab. Bitte hören Sie doch mal auf, immer da so rumzumurmeln. Sie sind hier, Sie haben Karte bezahlt, um die Klappe zu halten, verstehen Sie? Kanzler Kohl lässt ihn nicht los. Schlingensief gründet die Partei Chance 2000. Sie plant eine Überschwemmung am Wolfgangsee, Kohls Feriendomizil. Millionen Arbeitslose sollen mitmachen, eine echte Schlingensief-Performance. Wir haben das errechnen lassen, wenn 6 Millionen einsteigen, steigt der Wasserspiegel um 2 Meter. Der Pegel bleibt, wie er war. Es kommen zu wenige und Chance 2000 geht bei der Wahl 1998 baden mit nicht mal 0,06%. Bettina Böhler ist das perfekte Porträt dieses rastlosen Künstlers gelungen, facettenreich, witzig, nah an dem Mann, für den sie einst als Cutterin arbeitete. Er hatte dann auch diesen schwarzen Humor, wenn man so will. Klar, er zog sich auch durch sein gesamtes Werk. Aber trotzdem war er nie zynisch. Längst nicht alles von ihm ist taufrisch geblieben, doch Schlingensiefs Power fehlt der Kunstszene. Was wäre dem wohl zu Trump oder Corona eingefallen? Der Schlingensief-Film startet am Donnerstag in den Kinos. In Hamburg gab es heute ein unerhörtes Ereignis. Es hat geregnet, Sven, wenn auch nur kurz. Kommt das jetzt öfter vor? Viel zu kurz und es wäre gut, wenn wir ganz viel Regen bekämen, aber der ist weiterhin nicht in Sicht. Es sind immer wieder diese Gewitter, die sind teilweise kräftig und jetzt kommt vor allen Dingen noch mal Hitze. Im Nordosten Deutschlands war die auch heute da, sonst waren wir mal unter 30 Grad. Und wir gucken ganz kurz auf die Wetterlage vom Freitag. Dieses Tief schaufelt auf seiner Vorderseite wieder richtig Warmluft ran. Das ist der 15-Tage-Trend für Berlin. Und Sie können sehr schön sehen, dass wir hier noch mal diesen richtigen Peak nach kurzer 30-Grad-Pause erleben werden. 34 Grad sind das dann Richtung Donnerstag und Freitag, je nach Region. Danach, alle, die etwas kühlere Luft mögen, können jetzt schon mal anfangen, sich vorzufreuen. Danach wird es dann tatsächlich etwas frischer. Kommen wir also in die Nacht und in die Gewitter. Und deswegen möchte ich Ihnen schnell mal ein Gewitter zeigen. Gucken Sie mal zu. Ist das nicht eindrücklich, was da so alles passiert? Also Unwetter, so unschön sie sind, sie haben auch eine eigene Ästhetik. Und heute Nacht werden weitere hier nach Nordosten ziehen. Auch Berlin haben wir jetzt 25 Grad noch. Das ist eine drückende, stehende Luft. Da kann es dann blitzen und donnern in der Nacht. Sonst lassen die Gewitter nach.
Die Situation dann morgen wird sein, dass die Gewitter auch im Nordosten ankommen. Ansonsten bilden sich einzelne. Dazwischen scheint immer wieder die Sonne. Und die Temperaturen, die sind morgen früh gelegen im Nordosten bei nicht unter 20 Grad. Tropennacht möglich. Sonst sind es 14 bis 17. Man kann mal ein bisschen besser schlafen. Am Nachmittag ist dann im Südwesten Richtung Markgräflerland, im Nordosten ebenfalls Richtung Vorpommern 28 Grad möglich, sonst 23 bis 27. Die Aussichten zeigen einen Mittwoch, wo schon wieder sonniger wird. Am Donnerstag einzelne Gewitter im Norden und im Südwesten dann wieder 35 oder 36 Grad. Puh. Tausend Dank, Sven. Und das war's von uns. Es folgt die Story im Ersten über Giftgas aus beiden Weltkriegen, das bis heute als tödliches Erbe in deutschen Böden und Gewässern liegt. Im Nachtmagazin informiert sie Pina Atalay heute um 0:15 Uhr und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann.